Versammlungsteilnehmer, hier bitte wieder wenden, so wie es vorher auch ausgemacht war. Hier wäre die Wendestelle und dann bitte wieder die Richtung zurück Richtung Stadtinneres. Vielen Dank. Hier bitte die Wende rein und wieder Richtung Innenstadt. Sie sind genau auf der richtigen Spur. Hier auf diesem Platz hier bitte wenden und genau in die Gegenfahrbahn geht es wieder Richtung zurück Richtung Innenstadt. Jawohl, vielen Dank. Die Polizei, was die Lage ist, denn wir haben eine Anmeldung an die Nebelroute bis auf die Kockerwiese und dann ist auch im Aufsagen Bescheid so beschwert. So, es wäre gut, wenn es dem weißen Fahrzeug da folgen würden, der weiß genau, wo es hingeht. Hier das weiße Fahrzeug vorne weg, der blaue ist auch noch da. Ja, hier bitte dem weißen Fahrzeug folgen Richtung Innenstadt. Danke. Thank you.
Das geht dann hier noch 100 Meter weiter. Eine Information noch an Sie, die Pegida-Veranstaltung ist bereits seit längerer Zeit beendet. Es sind auch keine Personen mehr anwesend. Trotzdem ist es Ihnen möglich, hier nach rechts abzubiegen und sich selbst ein Bild davon machen zu können. Die Versammlungsleiterin als solches hat es gerutscht und dem geben wir natürlich gerne nach. Das heißt, Sie können rechts abbiegen und kürzlich macht die Polizei hier auch dementsprechend die Fahrbahn frei. Vielen Dank. Also ich sage euch jetzt nochmal hier den Stand durch. Und zwar ist die Polizei recht intern etwas uneins, wie hier gerade die Lage ist. Die Polizei, die uns begleitet hat, für die ist es noch kein Problem, dass wir auf die Kofferwiese gehen und das wohl sauber machen. Die Polizei, die hier in der Kofferwiese zuständig ist, hat da einen anderen Eindruck und das muss die Polizei gerade nicht entfernen. Also hier Blickrichtung Straßenbahn einfach geradeaus runtergehen. Da kommen Sie an die Örtlichkeit hin, wo Sie noch sehen wollen. Die Straße ist offen. Bitte einfach rechts abbiegen und geradeaus runtergehen noch 100 Meter. Vielen Dank. Dann kann man nämlich hier die Kreuzung wieder frei machen und haben da einen riesen Knoten drin. Sí, me parece que ya acá.